den Bonner SC. Ein Liga-Neuling probt den Aufstand. Der FC Gütersloh vom Außenseiter zum Senkrechtstarter in 5 Spielen. Und nach dem gestrigen Sieg träumt man bei den Ostwestfalen schon vom Profifußball. Den Fußballhochburgen Bielefeld und Verl möchte der Club nach 11 Jahren im sportlichen Abseits endlich Paroli bieten. Garanten für den Aufschwung Gütersloh sind sie Dirk van der Veen und Ex-Profi Heiko Bonan. 10 der insgesamt 17 Tore wurden von ihnen erzählt. Besonders der Ex-Karlsruher Bonan lockt die Massen. Gestern vor dem Spiel Hochkonjunktur an den Kassenhäuschen. Die Zuschauer hatten kaum Platz genommen. Die Gütersloher Abwehr im Tiefschlaf. Homburgs Gumay, Hellbach, schon war es passiert, das 0:1 nach 4 Minuten. Ich will mal sagen, einige von uns habe ich schnarchen hören noch auf dem Platz, die ersten 5 Minuten. Es ist wohl so gelaufen wie gegen Trier, wir müssen erst wachgeschossen werden und das war wohl in der ersten halben Stunde so. Bonan als ultimativer Muntermacher, Kapitel 4 aus dem Fußballlehrbuch, Doppelpass leicht gemacht und da waren sie wieder, die Lebensgeister der Ostwestfalen dank Bonan. Uwe Bonan wird noch viel, viel stärker, wenn er erstmal weiß, wie man in der Regionalliga spielt. Das ist nämlich ein Umstellungsprozess von der Bundesliga 2 Etagen tiefer, da wird etwas anders gespielt. Bonan mühte sich, doch seine Kollegen in der Abwehr, zumindest in der ersten Halbzeit, ohne Aggressivität. Die Folge, der Ex-Zweitligist ließ sich nicht lange bitten, die 2:1-Führung der Gäste wiederum durch Gumay. Dann hatte auch Schiedsrichter Martin Buhr seinen Auftritt. Gelb-Rot für Homburgs Christian Preuße. Der Homburger war als direkter Bewacher von Bonan überfordert. Gütersloh in der zweiten Halbzeit mit mehr Elan. Traumpass von Ekmesic auf Van der Veen. Schon war es geschehen. Der Ausgleich und die Welt in Gütersloh war wieder in Ordnung. Homburg zu diesem Zeitpunkt willenlos. Der Rest ist schnell erzählt. Papic per Elfmeter zum 3:2. Grenzenloser Jubel bei den Gütersloern. Homburgs Angriffe in der zweiten Hälfte sahen dann so aus. Bis zum Strafraum ansehnlich, dann kläglich. 3 Minuten vor Spielschluss, Konterfußball vom Feinsten. Der eingewechselte Ekmesic sieht Van der Veen. Und der fragt Torwart Eich, links oder rechts. 4:2 mit kräftiger Unterstützung der Homburger Abwehr. Gütersloh seit gestern im siebten Himmel.